Hallo, hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wir sehen uns heute zum letzten Video, also zu meinem letzten Video in unserer Videoreihe Celebrating Monday, die Videoreihe von Julia, Sabine und mir mit Ideen zur Celebration. Ja, jetzt ist schon Ende März und leider endet diese Reihe dann. Heute Nachmittag gibt es ja nochmal ein zweites Video und für jetzt habe ich mir eine Tasche überlegt, so eine kleine Tragetasche aus dem Designerpapier der zweiten Celebration-Runde. Ich glaube, Blütenglanz heißt das Papier. Das habe ich ein bisschen eingefärbt. Da zeige ich dir gleich, wie ich das gemacht habe. Und wenn man das aufmacht, das ist so eine Ostertasche, mal ein kleines Osternestchen in anderer Form. Dann ist da eben ein kleiner Schokoladenhase drin und noch ein kleines Teelicht in Schmetterlingsform. Ja, und das habe ich natürlich farblich wieder ein bisschen aufeinander abgestimmt. Und so machen wir die Tüte auch jetzt zusammen. Ich zeige dir mal gerade die Packung. So sehen die Teelichter aus. Die habe ich bei DM gekauft. Und das ist eben so ein dunkleres Lila, Violett und eben zarteres. Da habe ich Kirschblüte jetzt eben genommen. Und gleich machen wir die Version mit der dunkleren Kerze. Dafür nehme ich dann Rokoko-Rosa und eben auch noch so ein Vanilleweiß. Du brauchst für diese Tüte zwei von den ausgestanzten Tütenteilen. Ich habe einiges jetzt heute schon mal vorbereitet. Da wird nämlich einiges gestanzt. Und die Tüte, die hast du sicherlich schon mal gesehen. Die kommt hier aus dem Bundle Wahre Klasse. So sieht das Stempelset aus. Und da sind ja auch die Stanzformen dabei. Und eben diese große, die stanzt dann so eine halbe Tüte. Das heißt, du brauchst zwei davon für eine Tüte. Ausgestanzt habe ich das mit dem Papier Blütenglanz und jetzt wird das Ganze eingefärbt. Dafür lege ich mir etwas unter und ja, hier oben der Teil mit diesem Einschnitt, das ist die obere Seite der Tasche. Unten ist dann die die Bodenlasche, Klebelasche. Da habe ich angefangen, das zu färben und dann habe ich die Farbe auslaufen lassen. Ich mache das Ganze mit der Schwammwalze. Und jetzt, wie gesagt, in Rokoko-Rosa und dann fange ich eben hier unten an und arbeite mich langsam nach oben vor. Ich gucke, dass ich hier die gesamte Länge des Papiers mit der Schwammwalze abfahre, sodass ich da keine Streifen bekomme. Und das Ganze mache ich dann eben so oft, bis mir die Farbe gut gefällt und ich schaue, dass es unten eben dunkler wird und nach oben hin dann heller, dass da dieser Farbverlauf oder Ombre-Effekt entsteht. Und das Gleiche mache ich mit dem zweiten Stanzteil ganz genauso. Dabei achte ich dann darauf, dass ich da eben auch ungefähr bis zur selben Höhe die Tüte einfärbe. Also ich lege mir dann mein erstes Papier auch so hin, dass ich das noch sehen kann. So, das gefällt mir jetzt gut so und jetzt knicke ich dann erst einmal die Falzlinien nach. Da muss ich ein bisschen darauf aufpassen, dass ich die Falzlinien erwische und nicht diese eingestanzten Ziernähte. Na, und wenn ich die Falzlinien nachgeknickt habe, dann kann ich die Tasche zusammenkleben. Dafür habe ich an den langen Seiten jeweils Klebelaschen und dann klebe ich anschließend die Bodenlaschen auch zusammen. Bei den Bodenlaschen mache ich das so, dass ich zuerst die Rückseite einklappe, dann klappe ich die kurzen Seiten darüber und als letztes klebe ich dann die Vorderseite fest. Ich mache auch nur Kleber auf die Vorderseite. Das hält dann alles andere zusammen und ich habe vor allen Dingen diese kleinen Laschen dann nicht mehr in der Tasche, sondern wenn ich reingucke, habe ich da eben auch eine gerade Fläche und dann gucke ich, dass ich das alles gut übereinander kriege. Drehe das Ganze dann um und gehe einmal mit dem Falzbein oder eben mit dem Kleber oder mit irgendwas in die Tasche und drücke das gut an. Ich habe jetzt schon vorher überlegt, welches meine Vorderseite sein soll, obwohl ich jetzt im Nachhinein denke, hätte ich vielleicht besser die Seite genommen. Naja, im Grunde ist es ja auch egal, ich kann mir das immer noch aussuchen, dann ist halt unten, guckt im Zweifel die Klebelasche in die falsche Richtung, aber das ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Ich habe mir ja erst gedacht, ich nehme die Seite, wo die Blüte ganz drauf ist. Mal gucken.
So, dann geht es weiter mit der Ausgestaltung. Für die Henkel der Tasche gibt es auch eine Stanzform in dem Set. Und zwar ist das dieser lange Streifen. Den habe ich ausgestanzt aus Farbkarton in Rokoko-Rosa. Zweimal. Und dann habe ich auch noch vier von den, ich nenne sie jetzt mal Gürtelschnallen, aus schwarzem Farbkarton ausgestanzt. Und das klebe ich jetzt als nächstes fest. Die Henkel, die ziehe ich so über meinen Daumen, dass die sich schon so ein bisschen biegen. Dann kann ich die gleich leichter in die Form legen. Und ich mache das dann so, dass ich den Henkel durch diese Schnalle fädel. Dann mache ich hinten Tombow drauf und klebe das Ganze dann eben an der Tasche fest. Du kannst das auch mit zwei Glue Dots machen. Und beim Kleben der Henkel achte ich darauf, dass die Schnallen jeweils eben ungefähr in der gleichen Höhe und mit dem gleichen Abstand von der Falzkante oder von hier dieser Ziernaht sitzen. Und ich bin immer versucht, die Henkel so von einer Seite zur anderen aufzukleben, aber dann kriegt man die Tasche nicht mehr richtig gut auf. Das kann man auch machen, dann hat das Ganze mehr ja wie so ein Korbcharakter, aber als so Handtasche kann man die Henkel halt besser jeweils auf einer Seite festkleben. So, wenn die Henkel befestigt sind, dann fehlt noch der Riegel, der die Tasche in der Mitte verschlossen hält. Dafür gibt es auch eine Stanzform. Das hier waren übrigens die Formen für die Gürtelschnallen und hier oben ist die Form, mit der ich dann den Riegel ausgestanzt habe. Hier sind auch noch verschiedene Knöpfe drin und eben dann noch Stanzformen für die Stempelmotive und noch für ein Etikett. Und den Riegel, den habe ich jetzt auch schon ausgestanzt, natürlich auch wieder in Rokoko-Rosa. Den ziehe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen über meinen Daumen. Und jetzt muss ich mir wirklich aussuchen, welches die Vorderseite sein soll und welches die Rückseite. Und da ja gleich noch Dekoration drauf kommt, da kommt ja noch der Schmetterling drauf, nehme ich tatsächlich diese Seite als Vorderseite. Das heißt, ich klebe den Riegel auf der anderen Seite fest, auf der Rückseite. Da gucke ich, dass ich den mittig festgeklebt bekomme. Und verschlossen habe ich das Ganze mit einem Magneten. Ich habe jetzt hier nur noch ein Magnetpaar oder das Paar, was ich noch offen habe, das klebt falsch rum zusammen. Das heißt, da muss ich jetzt gucken, dass ich hier innen die richtige Seite finde. So, den Magneten habe ich jetzt auch befestigt. Und jetzt kann ich die Tasche füllen. Und zwar habe ich da als erstes so ein kleines bisschen Stroh reingetan. Das ist einfach so ein Nagerstroh. Denn die Tasche soll ja ein kleines Osternest werden. Also habe ich da jetzt so eine Handvoll Heu, ist es von diesem Heu reingetan. Dann kommt natürlich das Teelicht. Jetzt in dieser Farbe und eben noch der kleine Osterhase. Der passt noch hier an die Seite. Ja, und dann kann ich das Ganze verschließen. Und dann fehlt noch die Dekoration vorne drauf. Dafür habe ich mit der einen 3/8 Zoll Wellenkreisstanze einen Kreis aus schwarzem Farbkarton ausgestanzt. Der kommt einmal vorne auf die Tasche. Und ich habe auch schon einen Schmetterling vorbereitet. Der Schmetterling kommt aus dem Set Schwärme voll Glück. Die Stempel passen ja genau in die Schmetterlingsstanze. Die habe ich auch noch mal rausgeholt. Das ist ja diese Doppelstanze mit dem großen und dem kleinen Schmetterling. Da habe ich also den großen Schmetterling gestempelt, in Rokoko-Rosa ausgestanzt und noch einen kleinen Schmetterling aus Farbkarton ausgestanzt. Und jetzt kommt aber erstmal ein kleines bisschen Leinenfaden noch mit auf diesen Kreis. Dafür habe ich zwei Glue Dots mittig in den Kreis geklebt. Da kommt nämlich nachher dann der Schmetterling drauf. Dann sieht man das nicht mehr. Ja, und dann habe ich einfach den Leinenfaden so ein bisschen in Schlaufen gelegt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Schlaufen oben und unten sind, denn rechts und links sind die Schmetterlingsflügel, da sieht man es dann im Zweifel nicht. Die Flügel von dem Schmetterling habe ich dann so ein bisschen nach oben gebogen und der kommt dann mit einem Dimensional auf das Leinenband.
Dann habe ich auch noch ein Etikett vorbereitet. Ein kleiner Ostergruß steht darauf. Der Gruß kommt jetzt aus dem Set Osterschatz. Da war eben dieser Gruß drin. Ich glaube, in den kleinen Grüßen ist auch natürlich ein frohe Ostern oder in anderen Sets. Und ansonsten kann man ja auch alles Liebe oder was man eben so hat nehmen. Und das Etikett habe ich an den Henkel gebunden. Dann habe ich auch noch den kleinen Schmetterling seitlich mit auf die Tasche geklebt. Der sitzt ungefähr hier. Und als letztes einen von den Designer-Akzenten. Da nehme ich den in Kupfer. Das passt nämlich zur Farbe im Designerpapier. Noch auf diesen Verschluss. Ja, und damit ist dann so ein kleines Ostertäschchen auch schon fertig. Ich finde das eigentlich mal eine ganz niedliche Idee, so als Alternative zum klassischen Osternest eben so eine kleine Ostertasche zu machen. Und was man da reintut, kann man sich ja immer noch überlegen. Da passen jetzt auch noch ein paar kleine Schokoladeneier zum Beispiel rein, wenn man das eben ja lieber machen möchte. Und dann hat man ein kleines Mitbringsel zur Osterzeit. Ja, ich hoffe, dir gefällt die Idee. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns dann auch im nächsten Video, auch wenn es dann leider nicht mehr in der Celebration-Reihe ist, aber dann auch wiedersehen. Also, bis dahin. Tschüss!